Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grandia 2. Oh Gott, es fängt schon gut an. Ich habe hier dieses Areal jetzt mal leergeräumt. Ich habe irgendwie gedacht, dass da viel mehr unterwegs wäre. Ich habe das so ein bisschen vermutet, dass das vielleicht so wäre wie dieses erste, wo wir waren. Aber irgendwie waren nur zwei Kämpfe da und jetzt gehen wir halt einfach mal weiter. Es wird wahrscheinlich direkt der nächste Kampf kommen. Ich bin nämlich nicht weitergelaufen. Aber ich habe halt einfach gedacht, ich mache das jetzt mal. Nicht jeder Baum geht auf, wenn man gegen ihn rennt. Ich habe das ausprobiert. Ich bin also zurückgelaufen und habe halt einfach mal getestet, wie es aussieht. Manche gehen auf und manche nicht. Manche auch nur durch Pilze und manche durch Berührung. Also ich habe es ausprobiert und wieder was gelernt. So, weiter geht's. Wir töten fröhlich, fröhlich weiter und voran. Und ja, bahnen uns unseren Weg weiter durch den, ich weiß nicht, Gangnam Style Forest oder so hieß das Ding hier. So, Katze, bitte nicht über die Tastatur. Gut. Ah, jetzt habe ich irgendwie gerade einen Frosch im Hals. Eine Aufnahme angemacht und Frosch im Hals. Die ganze Zeit vorher nichts. Es ist echt immer das Gleiche. Also, da fällt einem wirklich nichts anderes zu ein. Naja. So, wir kloppen fröhlich weiter. Mann. Habe auch übrigens beim Rückweg keinen Kampf mehr gefunden, wenn ich mich richtig erinnere. Also es ging ein Baum, ging nochmal auf, aber da war nichts drin. Der hat zwar nochmal dieses Geräusch gemacht, als wäre da was drin, aber es war nichts drin. Okay, muss ich mal ein bisschen gucken. Aha! Oh, das war Überraschung. Surprise! Oh Mann. Ihr seht, ich bin übrigens beim Zurückgehen auch nochmal am Speicherpunkt vorbeigelaufen und habe mich ein bisschen aufgeladen. Weil ich dachte, wenn ich schon zurücklaufe und die ganze Gegend nochmal kontrolliere, dann kann ich auch direkt dafür sorgen, dass wir natürlich wieder schön weit oben sind und auch wieder zaubern können. So, weiter geht's. Mann, es tut mir gerade leid, dass ich jetzt die ganze Zeit hier rumräuspere. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Ich könnte Pause machen, aber will ich. Ich habe da schon mal mit meinem besten Freund drüber gesprochen. Dass es irgendwie schon auf eine gewisse Art und Weise doch cool wäre, wenn man dieses Level-Up-System auch irgendwie im echten Leben hätte. Weil man dann für viele Aufgaben wesentlich motivierter wäre, wenn man dann so ein System hätte, wo man auflevelt. Das wäre manchmal schon ganz angenehm. Es gab mal so eine App und vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran, wie die heißt. Ich finde sie nicht mehr. Das war eine App und ich fand die ganz großartig. Da stand drin so, ja, war das Taskify Your Life? Ich weiß es nicht mehr. Wo man halt sagen könnte, okay, heute ist deine Tagesaufgabe, mache ein Foto oder besuche einen Ort, an dem du noch nie warst oder teste eine Sportart aus, die du noch nicht kennst. Und das war schon echt eine coole App. Das fand ich richtig toll. Das hat mir auch Spaß gemacht. Und dann habe ich das Handy gewechselt und dann war diese App weg. Und ich finde sie nicht mehr. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, war das Taskify Your Life? Ich kann es nicht mehr sagen, wie die hieß. Also wenn es euch, wenn ihr wisst, wie sie hieß, sagt mir Bescheid. Weil ich fand sie großartig und ich hätte sie gerne wieder. Hier muss es doch irgendwo weitergehen. Hier waren wir doch schon. Ah, hier hoch. Okay, super. Schon wieder Geld. Da unten war jetzt aber noch ein Durchgang. Okay, na, dann gehen wir halt mal dahin. Ich hab's falsch gemacht, ne? Aber wie komme ich denn da runter? Ah, naja, das passt ja. Ich hab wieder nicht zur Seite gedrückt, aber dann können wir das hier alles gerade auf einmal. Aua! Mein Kater versucht mir gerade den Kopfhörer vom Kopf zu... Ich fasse es nicht, unfassbar. Ja, der ist noch jung. Muss noch lernen, was er darf und was er nicht darf. Aber ich bin da ja auch so, so konsequent in der Erziehung dieses Tieres. Es ist halt einfach so geil, weil manche Sachen, die der tut, sind einfach so unglaublich niedlich, aber halt einfach falsch. Aber ich bin dann wirklich so, wie ich sitze an dem Weg, oh, wie süß. Du sollst es nicht, aber es ist so niedlich. Das funktioniert dann leider nicht so. Electric.
So, ich hoffe, das sitzt ein bisschen besser als Feuer. Joa, zumindest bei den Schlangen. Gut, bei den Schlangen wussten wir das ja. Bei den anderen hat, glaube ich, Feuer besser gesessen. Aber es gibt ja nicht nur Feuer und Sepp. Wir könnten ja auch mal die anderen Elemente ausprobieren. Eis oder Wind oder so. Aber ich finde, bei Wind mag ich den Attackebereich nicht. Red eliminated. Und bei Eis ist mir der MP-Verbrauch zu hoch. So. Es muss sich doch irgendwie lohnen, hier zurück zu... Oh, Schwarzgurt. Gucken wir mal, was der kann. Das testen wir mal bei ihm hier. Das wird wahrscheinlich ein Accessoire sein. Gehe ich mal von aus. Ja, wo ist er denn? Ich müsste davon echt mal was verkaufen. Ja, hier ist er nicht. Okay, wo könnte der denn noch sein? Könnte das hier sein? Nee. Es muss ein Accessoire sein. Eigentlich. Naja. Muss ich mal in Ruhe gucken. Aber wenn man dafür weit laufen muss und einen Kampf... Naja. Okay, jetzt machen wir es aber richtig. Hoffentlich. So. Jetzt aber. Ja! Ich kann die Kamera nur bis da drehen, okay. Okay, ich kann die Kamera nicht drehen. Warum nicht? Ist das der Turm der lilanen Wolke? Wenn da jetzt eine riesen lila Wolke ist. Es ist eine riesen lila Wolke da. Als das heilige Schwert Valmar erstach und er fiel, da zerbrach die Erde. Das so steht es im heiligen Buch. Dann ist dieser Wirbelwind der Ort, an dem das Kranas-Saber liegt. Was für ein schrecklicher Ort. Es tut in meinen Augen weh. Der Wind ist unglaublich. Komm schon, lass uns gehen. Okay. Ah, sehr schön. Speichern. Hier wird jetzt sehr viel Zeit zwischen den Speicherplätzen vergangen sein, weil ich zwischendrin es mich gewagt habe, mir was zu essen zu machen. Ich kann hier die Kamera nicht drehen, das nervt. Die Musik ist voll super fröhlich. So, ich will hier drüber springen, weil ich habe eben gesehen, dass da was liegt. Haha. Heilende Frucht. Ah! Oh Gott, ich hab erschreckt. Aber da oben kann man doch nochmal herlaufen, ne? Oder kann man da jetzt komplett nicht, weil so am Rand entlang scheint ja zu gehen. Okay, das hier wird die Folge des Schreiens. Ich laufe jetzt nur hier am Rand. Hä? Hä? Okay, was beschützt ihr? Wir hauen jetzt drauf. Die stehen so weit auseinander. Wobei wir ja auch echt mal die anderen Zauber ausprobieren könnten, um zu wissen, gegen was sie empfindlich sind. Aber dadurch, dass wir denen wahrscheinlich nicht mehr so besonders häufig begegnen werden, ist es vielleicht auch gar nicht wichtig. Aber machen wir mal Tremor. Gucken wir mal. Das sieht doch ganz gut aus. Aber ich glaube, Feuer war ähnlich stark, ne? Ich glaube, mit Feuer waren wir in einem ähnlichen Attackewert unterwegs. Super. Gotta work even harder. Wo sind wir hier?
Aha. Ah, oh Gott, sind hier viele Dinge. Okay. Okay, okay. Lauter Sachen. Guck mal, was die Defense hochgeht. Wir nehmen das. Und das andere war noch irgendwas für Männer, ne? Männer irgendwas. Eisenschuhe. Ne. Guck mal aufs Movement. Das geht gar nicht. Das macht zwar 10 Attackepunkte mehr, aber ne. Das machen wir nicht. Und dann haben wir noch, wir haben noch ein paar Samen, die wir verteilen können. So, plus Speed. Kriegst du. Und Movement. Hab ich. Oh, wollte ich gar. Egal. Ist der Hauptcharakter, da ist das nicht so schlimm. Ich dachte, wir springen. Oh, was ist das? Ach so, ein Vogel. Ich dachte, von Weitem sah es aus wie ein Igel. Ich habe gedacht, es wäre so ein kleiner bunter Igel. Naja. Aber wie ihr seht, wir nähern uns dem wahrscheinlichen Ziel an. Zumindest dem Schwert. Sagen wir es mal so. Ich habe nicht mehr in Erinnerung, wie lange dieses Spiel dauert. Also wir hatten ja gesagt, dass wir, glaube ich, wie viele Spielstunden haben? 40? Und mit Pausen sind wir jetzt bei 30. Das heißt, es steht wahrscheinlich noch ein bisschen was vor uns. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob ich 40 gesagt habe. Ich meine, ich habe 40 gesagt. Ich muss jetzt nochmal nachgucken. Ich bin echt schlecht mit Zahlen. Nest holen? Nee. Warum waren wir denn dann hier? Ist hier irgendwas? Okay. Also ich wäre halt gern da hoch, ne? Gucken wir mal. Zumindest kommen wir immer tiefer. Und anscheinend sind wir auch den richtigen Weg gelaufen und nicht den falschen, wie ich das sonst eigentlich präferiere. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Feuer ging bei denen ähnlich. Dann kloppen wir denen noch einen Tremor rein und dann müssten sie tot sein. Ja, das zieht ähnlich wie Tremor. Dann kriegen wir noch einen Tremor drauf und dann ist das Thema erledigt. I pray that we shall be safe ahead. Level Up für Tio, sehr schön. Genau, hier hoch wollte ich, weil da war nämlich noch Geld aus dem Augenwinkel zu erkennen, was ich sehr, sehr schön fand. Könnte man jetzt hier wieder runter? Ja, aber das macht man nicht. Ah! Oh Gott! Oh Mann! Ah, ich habe so dieses... Ich weiß nicht, das ist bei mir so eine ganz doofe Angewohnheit, dass wenn ich mich erschrecke, dass ich danach lachen muss. Oh, hier kann man was schippeln. Es kommt im Kino, kommt es immer richtig scheiße, ne? Wenn du irgendeinen Horrorfilm guckst und du erschreckst dich voll und fängst voll aus vollem Herzen an zu lachen. Es ist immer, ich weiß es nicht. Ich kann da nichts für. Es tut mir sehr leid. Nein, eigentlich tut es mir nicht leid. Ich habe Spaß. Nee, hier komme ich her, ne? Okay, Moment. Orientierung. Ich wollte eigentlich am Rand laufen. Ich kann... Warum kann ich... Warum sind diese Nester da? So, hier müsste man jetzt eigentlich hier mal so diesen Howl Slash. Aber das finde ich halt so doof, dass man diesen Winkel nicht kontrollieren kann, ne? Das mag ich halt an diesem Zauber nicht, dass man diese komische Bahn hat. Wenn man diese Bahn halt noch irgendwie selber einsteckt, was man wahrscheinlich kann. Soll ich es mal ausprobieren? Das kann man bestimmt. Ich beschwere mich hier über was ich eigentlich beeinflussen kann. Moment.
Nee, okay. Gotta work even harder. Oder ich hab's wieder falsch gemacht. Aber nee, kann eigentlich nicht sein. Also ich hab's jetzt versucht, mit den Tasten zu drehen, mit denen man auch den Winkel dreht. Nee, hier gibt's nichts. Na gut. Weiter geht's. Ich erschrecke mich gleich wieder. Ich laufe am Rand entlang. Surprise Attack, ne? Ich hätte gedacht, wir könnten es noch vermeiden. Ist leider nicht so. Gemetzelt, scheißegal. Shit egal, shit egal. So, einer noch, dann müsste es gereckt haben. Na komm schon. Geschafft. Oh, Elena ist wieder so ein bisschen unten. Naja, das können wir im nächsten Kampf aber klären. Aber Level up, sehr gut. Nee, Moment, hier ging's weiter, ne? Es ist alles so verwirrend. Okay. Natürlich, Vögelchen. Okay, Moment, Höhle, Vögelchen. Noch kann er uns nichts tun. Diese Nester, das macht mich ein bisschen... Aber gut. Soll vielleicht einfach nur ein dekoratives Element sein. So, alle außer Elena greifen jetzt an und Elena macht uns einen All-Healer. Ich hoffe, sie ist noch rechtzeitig dran. Ja. Good luck, everyone! Danke! Okay, hier kommt gerade mein pechschwarzer Kater. In mein Arbeitszimmer gedackelt und der ist über und über weiß. Und ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung, wo der gewesen ist. Sieht interessant aus, na gut. Sieht aus, als hätte er sich im Katzenstreu gewälzt. Naja. Jedem das seine, ne? Threat eliminated. Geheilt hat man. Geht's. Es geht immer tiefer nach unten. Okay, und hier geht's nicht. Ah, doch. Ah, das müssen wir jetzt von beiden Seiten machen, natürlich. Das heißt, es geht wieder hoch. Zumindest war es okay, dass wir das zuerst gemacht haben. Dann müssen wir nicht... Ist es nicht ganz so falsch gewesen. Katze, wo warst du? Du bist voll... Ich glaube, der hat wirklich... Jetzt kommt er hier auf meinen Schoß. Der ist komplett weiß. Ich habe keine Ahnung, wo der war. So, Höhle. Wo können wir denn jetzt hier hin? Das verwirrt mich. Ich drücke hier die ganze Zeit mal. Aha, Item. Okay. Aber ja, ist okay. War eine Abkürzung. War so geplant. Das ist ein bisschen nervig hier, dass man so lange warten muss bei den Leitern, dass alle unten sind. Ich meine, ist natürlich nett, dass man auf sein Team wartet. So soll das auch sein. Ich glaube, Sepp war nicht so, gell? Egal. Hauptsache, wir kriegen sie schnell. Hot. Ja, das ist gar nichts. Ne? Hoffentlich gibt es wenigstens ein bisschen in der Richtung.
Aber ich glaube, wir müssen noch mal draufhauen. Sepp war keine gute Idee. Egal. Müssten wir jetzt mit den nächsten beiden erledigt kriegen. Nein, aber dann mit den nächsten dreien. Das müsste es gewesen sein. Sehr schön. Zumindest von der Musik her haben wir keinen Schaden genommen. Ah ja, okay. Ja, jetzt hätten wir nämlich sonst nochmal komplett zurücklaufen müssen. Nee, ist alles gut so. Ist okay. War schon richtig so. Müsste das machen wie Chris Redfield in Resident Evil 5. Einfach den Felsen mit der Faust prügeln. So, jetzt können wir drüber. Ich laufe mal wieder ein bisschen mehr am Rand. Okay, Moment, hier gibt es wieder zwei Wege. Vakzin. Müsste ja eigentlich sowas gegen Gift sein. In Final Fantasy 9 braucht man ein Vakzin, glaube ich, gegen die Virusinfektion. Jetzt lassen wir unsere Jungs mal angreifen. Nein, nicht Burn Strike, Burn Flame. So. Flame. Also das ist an Tio schon echt cool, dass sie so schnell ist. Dann müssen wir es auch schon wieder gleich haben. Ah, schön. Wie gesagt, man könnte an dieser Stelle schon ein gutes Stück weiter überlevelt sein, wenn man nochmal zurückgeht. Also wenn man quasi aus einer Ebene rausgeht, komplett, also nicht nur aus einem Bildschirm quasi rausgeht, sondern komplett aus der Ebene rausgeht, also auf die Weltkarte zurückgeht und dann wieder reinkommt, dann hat man die Gegner quasi zurückgesetzt. Ach nee, Sepp fanden die doof. Fanden die gut. Und dann ist das Thema quasi erledigt, dann kann man wieder von vorne anfangen. Ne? Und auf die Art und Weise könnte man jetzt dann hier trainieren. Ich muss gestehen, ich hatte ja vor, ja, Melfis und so in diesem Bereich hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass hier, ich glaube, das war bei den Clown, Balmas Clown, was natürlich auch daran gelegen hat, dass ich nicht wirklich eine Taktik verfolgt habe und natürlich auch von der Tatsache, dass er sich heilen konnte. Das war natürlich unfassbar nervig. Aber momentan habe ich wieder das Gefühl, dass wir eigentlich von der Stärke unserer Charaktere her sehr gut zurechtkommen. Dementsprechend hatte ich jetzt eigentlich noch nicht wirklich das Bedürfnis zu leveln. Weil Melfis lief ja auch eigentlich relativ gut. Ich glaube, wir sind unten angekommen, ne? Jo, wir haben es geschafft. Kann ich jetzt mal die Kamera drehen? Ja, sehr gut. Okay, gucken wir mal. Versuchen wir hier so ein bisschen die Gegend zu untersuchen. Aber eigentlich ist es doch ganz hübsch hier. Okay, Moment. Erstmal so ein bisschen untersuchen. Aha. Okay, Tränen, Dämonentränen. Aber ich habe gerade gesehen, Moment, wir könnten auch noch mal ein bisschen Skillpunkte verteilen. Haben nämlich wieder ein bisschen was. So, hier sah es ja eigentlich ganz gut aus. Das benutzt sie alles nicht so wirklich. Das sind alles Sachen, die wir nicht so wirklich brauchen. Also Boost Movement, das sind so die Sachen, die benutzen wir eigentlich nicht. Das Chaos Eye. Das haben wir alles auf Max. Sepp ist auf Max. Dann ziehen wir den Dragon Sepp mal hoch. Haul Slash und Tornado und dann haben wir es schon. Okay, und dann haben wir hier noch diesen Sky Dragon Slash. Der ist ja relativ neu. Den muss ich euch auch unbedingt noch zeigen, weil der geht nämlich auf mehrere Gegner und der ist richtig cool. Aber ist doch eigentlich echt so von der Landschaft her, finde ich sie ganz schön. Also mir gefällt das besser als dieser dschungelartige Wald. Den fand ich irgendwie so ein bisschen komisch, weiß ich nicht. Mir persönlich gefiel er halt einfach. Red. Geschmackssache, jedem das seine. Das der eine wieder nicht ab, das nervt.
funktioniert aber gut so. Können wir bei bleiben. Ach doch, der hat es wohl abbekommen. Oder hat die jetzt draufgehauen? Oh, wir haben einen Helm gekriegt. Oh, so viele Dank. Ach, Dragonbone-Helm, der war nichts, ne? Ich fürchte halt, dass wir jetzt in nächster Zeit nicht mehr an irgendeinen Ort kommen, wo wir irgendwelche Dinge verkaufen können. Das ist halt was, was mich so ein bisschen nervt. Weil ich würde doch irgendwie gerne nochmal shoppen. Ich habe irgendwie noch so ein bisschen Shoppingbedürfnis. Ich laufe schon wieder den richtigen Weg, ne? Hier oben war nämlich... Haha! Sag ich doch. Seed of Swift, sehr gut. Die Seeds, die brauchen wir nämlich. Nee. Wobei! Zeigen wir ihn doch mal. Den würden wir zwar früh genug sehen können, aber ihr seht auch schon, dass, Ryudo sehr, also verhältnismäßig lange braucht, bis er hinten ist. Und jetzt geht's los. Take that. Sky Dragon Slash. Der zimmert gut rein, ne? War jetzt natürlich Overkill, aber ich wollte ihn halt einfach mal demonstrieren. Und er zieht unfassbar viele Special Points weg. Von daher ist es halt wirklich was, was man in einem Bosskampf benutzen kann, was auch dort relativ gut funktioniert. Aber man kann ihn halt nicht so oft benutzen, wie man sich das gerne wünschen würde. Nehmen wir den. Und hier bleiben wir beim Altbewährten. Red. So, da kriegen wir jetzt aber wieder nicht alle drauf, ne? Nur zwei? Vielleicht doch drei? Ja, drei. Dann haben wir es. Dann müsste ein Kampf eigentlich schon überstanden sein. Und ich habe eben noch gesagt, die Viecher, die kommen wahrscheinlich nicht mehr so häufig. Jetzt haben wir die nur noch. Ich hätte es sagen sollen. Ja, so ist das. Jetzt habe ich hier eben gesehen, hier lag noch irgendwo versteckt in der Ecke ein Geldbeutel. Aber, ne, war wahrscheinlich eine Ebene tiefer. Gut, gut, gut. Ich finde es echt hübsch hier. So, den Kampf machen wir noch. Und dann würde ich auch mal wieder sagen, dass es Zeit... Boah, sind das viele. Okay. Was kriegen wir hier? All Enemies. Tornado. Auf geht's. Machen wir jetzt hier keine Gefangenen. Release win. Weil wenn wir, bis wir die alle einzeln platt gemacht haben, plus Zauber, wo wir ja immer mehrere von brauchen, ich hoffe, dass der die jetzt einfach alle mal platt macht. Mit einem Mal. Ist jetzt wirklich Overkill, aber es ist mir egal. Mit so vielen habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Gut, gut, gut. Sehr schön. Okay, kommen wir jetzt noch irgendwie an einen schönen Endpunkt vielleicht? Nee, okay. Dann stelle ich mich jetzt mal hier hin, mache hier Pause. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich werde zwischendurch die Gegner schon mal platt machen, die wir hier vor uns gesehen haben. Und dann können wir hoffentlich erstmal ein Stückchen weiterlaufen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.